Wir wollen jetzt noch weitermachen mit das Ende des Kapitels Modulationstechnik, also digitales Signal auf eine kontinuierliche Schwingung abbilden, ein in Anführungszeichen analoges Signal abbilden. Beim letzten Mal habe ich über Modems gesprochen und Modulationstechnik, wie wir also in diesen 4000 Hertz Band unsere Symbole kodieren können. Und wir haben dann beim DSL gesehen, wie man mit einem raffinierten Trick, nämlich diesem Discrete Multitone, die Modulation der, das was wir gelernt haben, über die Modulation in diesem 4 kHz Band, wie man das auch für höhere Datenraten benutzt, indem wir viele solche Kanäle in Anführungszeichen parallel nebeneinander legen auf unterschiedlichen Trägerfrequenzen. Das hat insbesondere auch den Vorteil, dass wir in jedem Band einzeln justieren, die Equalization betreiben können, sodass man relativ gut ein breites Spektrum von Frequenzen benutzen kann und wir da zum Beispiel die Intersymbole-Interferenz erfolgreich oder man erfolgreich die bekämpfen kann. Also pro Kanal so eine Quadratur-Amplitudenmodulation, wie wir sie kennengelernt haben, und dann eben viele Hunderte von solchen Kanälen parallel. Subkanäle sind das dann eigentlich. Und in manchen von den DSL-Modems, DSL-Routern gibt es sogar so eine Wartungsseite, bei der man sich das anschauen kann. Ich sollte vielleicht nochmal irgendwann einen Screendump davon machen, sodass Sie einen besseren Eindruck davon kriegen, wie sowas aussehen kann. Und ich möchte jetzt noch auf dem Weg zu höheren Datenraten noch kurz bei dem VDSL vorbeikommen. Da gibt es zwar auch unterschiedliche Modulationstechniken. Ich möchte hier das eher beispielhaft bearbeiten. Also da geht es darum, einen signifikanten Bruchteil von dieser sogenannten ATM-Datenrate, dieser Basisdatenrate des ATM von 155 Megabit zu übertragen. Also beispielhaft über eine Distanz von 1500 Meter irgendwie so 13 Megabit oder 1000 Meter hier 26 Megabit oder noch ein paar Meter weniger, dann in der Größenordnung von 50 Megabit. Also typischerweise das hier natürlich wieder im Downstream und im Upstream etwas eine Größenordnung, sagen wir mal, niedrigere Raten. Wobei es natürlich schon im Downstream auch ganz nett wäre, wenn man irgendwann mal 2,3 Megabit oder so um die 20 Megabit oder sowas bekommen würde. Man arbeitet auch da hier in diesem Bereich auch an symmetrischen Techniken. Da braucht man eigentlich dann eine ordentliche Echo-Cancellation-Schaltung. Über Echo-Canceller, da sprechen wir dann kurz dann beim Thema ISDN nochmal, da habe ich auch die entsprechende Folie. Weil es eine Teilnehmer-Anschlussleitung ist, braucht man natürlich auch hier noch ein bisschen Platz für die normale Telefonie bzw. ISDN-Telefonie, zumindest vorläufig. Allerdings ist es ja so, dass die Telefonprovider dieses analoge Telefon und das ISDN irgendwann mal loswerden wollen und nur noch Telefonie mit IP betreiben wollen, obwohl das eigentlich eine dumme Idee ist. Aber das ist jetzt eben, man hält das für modern und sinnvoll. Sie sehen, dass man hier etwas großzügiger mit dem Frequenzband umgeht, also upstream hier diesen Bereich, den wir eben noch beim DSL für das ganze Signal benutzt haben, nur noch für den Upstream, und diesen Bereich ab 1000 kHz, das ist 1 MHz, wo die Dämpfung zugegebenermaßen schon ganz schön groß ist auf der Leitung, dann für den Downstream. Man muss dann andere Modulationstechniken auch nochmal benutzen. Da gibt es zum Beispiel dieses CAP, Carrierless AM, PM, für den Bereich da.
Das ist noch so relativ normal, Anführungszeichen, Quadratur-Amplitudenmodulation, wie man es kennt. Und in der anderen Richtung, im Downstream, benutzen die Leute dann, oder sehen die Ansätze so, dass man das hier benutzt, dieses Einzelcarrier mit so einer diskreten Fourier-Transformation zusammen betrachten, beziehungsweise diese Discrete Wavelet Multitone Modulationstechnik. Weil es auf diesem, hier in diesem Bereich dann auch nochmal eine höhere Fehlerwahrscheinlichkeit gibt, weil ja hier auch die Dämpfung auf diesen schäbigen Kupferkabeln relativ hoch ist, schäbig in Anführungszeichen, braucht es auf höheren Schichten nochmal mehr Fehlerkorrektur, da, also Vorwärtsfehlerkorrektur, nicht nur den Reed-Solomon, sondern gleich, Entschuldigung, nicht nur den diese Faltungscodes, sondern man veranstaltet dann drüber auch zum Beispiel nochmal so Reed-Solomon-Block-Codes. Zu den Reed-Solomon-Codes möchte ich jetzt, das ist auch so kombinatorische Codes zur Fehlerkorrektur, möchte ich hier gar nicht dann was nicht mehr erzählen, kann man sich auch nochmal drüber mit beschäftigen. Nur so als Stichwort, auf unseren CDs, ne, also die Audio-CDs, da gibt es auch solche Reed-Solomon-Block-Codes zur Fehlerkorrektur. Und das ist ja auch ein Grund, dass man die CDs, die wir haben, so schlecht behandeln kann, Löcher reinbohren und sonst was, und man kann trotzdem noch die Musik drauf hören, wenn die Löcher klein genug sind. Also so mit 1-2 mm Bohrer kann man durchaus da auch mal ein Loch reinmachen und kann man nachher trotzdem noch die CD abhören. Ich kaufe Ihnen aber keine neue, wenn Sie es machen. Ja? Und es geht doch mal nicht. Okay, dann machen wir einfach gleich hier weiter. Eine andere Möglichkeit, hohe Datenraten zum Kunden zu bringen, in die einzelnen Wohnungen, in die einzelnen Büros zu bringen, das sind diese Kabelverteilnetze. In Deutschland gibt es mittlerweile, das hat irgendwie so angefangen in den Mitte der 80er Jahre, mit den Kabelverteilnetzen, Kabelverteilnetzen für Fernsehen, fürs Kabelfernsehen in Amerika gab es das schon länger. Und die Marktdurchdringung ist, naja, der Anschluss, der gerade von städtischen Gebieten an dieses Kabelverteilnetz, ist die Durchdringung doch schon relativ hoch mittlerweile. So ein Kabelverteilnetz, die Physik, das sind zunächst mal Koaxialkabel. Und konstruiert waren diese Kabelverteilnetze so ungefähr so, dass es da lokal in der Nachbarschaft eine Kopfstation gibt und dann typischerweise unter der Straße lang da draußen ein Koaxialkabel, oder hier haben wir also zum Beispiel von der Kopfstation aus drei Koaxialkabel, die sich dann irgendwo auch aufspalten, sagen wir mal entlang der Straßenstruktur. Straßenstruktur ist natürlich vereinfacht gesagt, ist typischerweise eben da, wo irgendwelche Kabelkanäle schon liegen. Für andere Kabel hat man eben auch noch zusätzlich dieses Koaxialkabel verlegt. Und an einer Stelle, also hier eine Kopfstation, hier haben wir zum Beispiel ein Koaxialkabel, das soll jetzt mal so, sagen wir mal, eine Reihenhaussiedlung sein. Eine Straße in so einer Reihenhaussiedlung, da geht also dieses Koaxialkabel da lang und ein kurzes Stichkabel in jedes Haus rein, und die blauen Punkte sollen dann die Endgeräte, in Anführungszeichen Fernseher sein, die Menschen, die Bewohner da haben. Und naja, hier geht es vielleicht in ein Mehrfamilienhaus hinein, und da ist dann im Keller auch wieder so ein Verteiler, und von da aus gehen dann so Koaxialkabel in die einzelnen Wohnungen und da stehen dann auch die Fernseher. Dieses Kabelverteilnetz ist insbesondere auch in den Vereinigten Staaten schon seit vielen, vielen Jahren Standard. In Deutschland, wie gesagt, so in der Breite, so ab 1990, vielleicht auch noch ein bisschen später. Und es ist ein gemeinsames Medium. Wir haben über Koaxkabel gesprochen, das hat ein relativ breites, nutzbares Spektrum. Ein paar hundert Megahertz.
Und in diesem breiten nutzbaren Spektrum werden die Fernsehkanäle ausgestrahlt. Der Fernsehkanal braucht ungefähr 6 MHz. Und ja, wieder so eine Trägerfrequenz Ausnutzung hier in der Kabelstation, in der Kopfstation kommen die einzelnen Fernsehsender irgendwie an, sagen wir mal 30, 40 Stück, und die werden auf Frequenzen drauf moduliert, auf Trägerfrequenzen drauf moduliert, jeder eine eigene, und das gibt dann 40 Kanäle für 40 Fernsehsender, jeder 6 MHz breit, macht so ungefähr 240 MHz. Und das kann man in den Koaxialkabeln, haben wir ja auch schon gesehen, gut übertragen. Aber es ist natürlich so, dass das Signal, was hier eingespeist wird, bei allen vorbeikommt. Bei allen gleichmäßig vorbeikommt. Ihrem Fernseher, und Sie kriegen von der Kabelgesellschaft irgendeinen Zettel, da steht drauf, auf welcher Frequenz welcher Sender ist. Oder Sendersuchlauf drücken am Fernseher, und dann kommen die einzelnen Kanäle da rein. Man muss sich eben merken, welcher wo ist, und nach ein paar Wochen Fernsehen kennt man es dann eben auswendig. Zumindest die man so anguckt. So ein Fernseher, der greift ja dann eine Trägerfrequenz raus, demoduliert das Signal, was da drauf ist, und dann hat er das Fernsehsignal, was er dann auch anzeigen kann. Darauf kann man aber eben auch mit etwas, das nennt man ein Cable Modem, Daten verteilen. Das muss ja, früher war es analoges Fernsehen, heute ist das Kabel in vielen deutschen Großstädten schon auf digital umgerüstet. Aber nach wie vor ist das so ein gemeinsames Medium, so eine Broadcast-Topologie. Alle bekommen die Signale, die von der Kopfstation ausgesendet werden. Ein gemeinsames Medium. Wenn man, so viele Kanäle hat und vielleicht nicht so viele Fernsehsender, die man verteilen möchte, dann kann man ein paar von diesen Kanälen mit der richtigen Modulationstechnik, sind ja immerhin 6 MHz breit, auch für das zu benutzen, um Daten zu kodieren. Man zweigt also einen von diesen vielen Fernsehkanälen, über die ich da gesprochen habe, ab. Unangenehm ist, dass diese Kanäle bei allen vorbeikommen. Das ist so ein 6 MHz Kanal, und wenn man mehr Daten übertragen will, dann nimmt man halt 2 oder 3 oder 4 oder 5 solche 6 MHz Kanäle, um die Bits zu kodieren, die es da zu übertragen gibt. Die kommen eigentlich auch bei allen vorbei. Also wenn Sie die Päckchen, die Internetpakete, die Datenpakete, die für Sie sind, die müssen dann natürlich noch entsprechend verschlüsselt werden. Sonst könnten ja Ihr Nachbar einfach durch Mithören in einem der Kanäle, die ja auch alle gemeinsam benutzt werden, könnte Ihr Nachbar Ihre E-Mails lesen oder die Webseiten angucken, die Sie auch anschauen und so weiter und so weiter. Und das will man natürlich nicht. Also da muss schon irgendwie verschlüsselt werden. Das nächste Problem ist der Upstream. Und das ist jetzt nochmal eine größere Herausforderung. Upstream bedeutet ja, der hier tippt eine URL ein und der tippt auch eine ein und der tippt auch eine ein, und dann drücken sie auf Return und wollen alle eine Webseite sehen, aber jeweils eine andere. Jetzt müssen wir hier an diesem Punkt, spätestens hier, dafür sorgen, dass diese Päckchen, die Upstream geschickt werden zu den Webservern, welche Seite sie haben wollen, dass sie sequenzialisiert werden, dass sie also nicht sich überlagern an dieser Stelle, das Upstream-Paket, sondern dass man erstmal der dran ist und dann der und dann der. Und über solche Sequenzialisierungstechniken werden wir später in der Vorlesung, sagen wir mal in 2 Wochen, noch fleißig sprechen. Aber vorläufig muss man natürlich sagen, dass es da irgendwas braucht. Und dieses Verfahren, das nennt man, was typischerweise beim Kabel angewendet wird, nennt man SCDMA.
und was CDMA heißt und so weiter, das später in zwei Wochen eben, wenn wir über lokale Netzwerke sprechen. Im Upstream-Kanal entsteht dadurch natürlich auch ein gewisser Protokoll-Overhead. Es ist zwar übrigens in manchen Kabelnetzen ist es gar nicht so klar, dass man von hier aus nach hier oben überhaupt senden kann. Eine Zeit lang wurde gerade in Deutschland in manchen Kabelverteilnetzen wurden diese Abzweigungen hier, diese Tabs, das da oder so eins hier, so ausgeführt, dass in der Upstream-Richtung eine hohe Dämpfung vorhanden ist. Das war absichtlich, weil die Provider haben gesagt, der Fernseher hier, der soll ja nicht unser gesamtes Netzwerk stören können, wenn der mal irgendwie ein Böser sitzt, der uns ärgern will oder wenn der Fernseher nicht in Ordnung ist. Und deshalb wurden diese Tabs so gemacht, dass es Downstream eine geringe Dämpfung gab und Upstream an dieser Stelle eben eine hohe Dämpfung. Das ist im Wesentlichen wieder ausgebaut worden, diese Sachen. Denn man kann es ja gerade nicht brauchen. Also so ein Cable Modem, Downstream in einem der Fernsehkanäle, jeweils so ungefähr 6 MHz breit. Für den Upstream ist so ein 2 MHz Band hier so zwischen 10 und 32 MHz hier ungefähr vorgesehen, also 2 MHz Bandbreite und ja, ungefähr in diesem Bereich kann man, ist der bei so typischen, bei der typischen Verwendung von den Kabelverteilnetzen der Upstream. Das hier ist das Fernsehspektrum hier zwischen ungefähr 50 MHz und 450 MHz, also ungefähr 400 MHz, dividieren wir jetzt durch 6, da sehen wir, dass es eine ganze Menge mögliche Kanäle hat. Und es gibt dann noch so einen weiteren Bereich, der noch vernünftig mit den Koaxialkabeln ohne allzu viel Dämpfung übertragbar ist. Und das ist dieser gelbe Bereich hier und der wird auch manchmal außerhalb des TV-Spektrums eben benutzt, wenn der Bereich schon voll ist mit irgendwelchen Fernsehkanälen. Also die Übertragung in diesem Bereich hier, 6 MHz weise, klassisch das analoge Fernsehsignal. Mittlerweile werden eigentlich auch diese 6 MHz Kanäle benutzt, um digital kodiertes Fernsehen zu übertragen. Dann kann man das auch noch ein bisschen besser ausnutzen, beziehungsweise die 40, 50 Fernsehsender, die es in einem Kabelnetzwerk dann eben gibt, auf weniger Bänder zusammenfassen, weil man in einem so einem Band, einem so einem 6 MHz Band, wenn es digital kodiert ist, mehrere Fernsehkanäle übertragen kann. Kodiert und komprimiert insbesondere. Und deshalb hat man da auch noch Kanäle freischaufeln können für Internetzugang. Ich habe hier eine Zeichnung, wie man sich so ein Kabelmodem vorstellen kann. Ich habe gesagt, 6 MHz ist der Kanal, der einzelne, den wir benutzen können, weil das ein ordentlicher, dicker Kanal ist und weil auch dieses Koaxialkabel so viel weniger Dämpfung hat, Sie können ja nochmal in den entsprechenden Kapiteln der Vorlesung nachschlagen, kann man da eine viel höhere Symbolrate benutzen. Downstream, also vom Netzwerk, von der Kopfstation zu den Benutzern hin, zu den Angeschlossenen, zum Cable Modem hin, also hier benutzt man zum Beispiel wieder die mittlerweile wohlbekannte Quadraturamplitudenmodulation mit zum Beispiel 64er oder 256er Konstellationen, also da wird der Viterbi dann schon etwas interessanter und aufwendiger. Und man erhält dann mit QAM und diesen Konstellationen so ungefähr 43 Megabit in einem so einem 6 MHz Fernsehkanal. Allerdings, das müssen Sie mit Ihren Nachbarn teilen. Und wenn da, sagen wir mal, 300, 400 Leute oder Endgeräte, sagen wir mal lieber Endgeräte gleichzeitig aktiv sind,
bezüglich dieser Kopfstation, dann bedeutet das bei 400, dass jeder dann im Mittel nur 100 Kilobit hätte. Das ist dann schon wieder nicht mehr so üppig, wie die 43 Megabit aussehen. Also am besten ist es, wenn man der Einzige ist in so einem Kabelverteilnetz, der so ein Modem hat. Aber das passiert natürlich nicht. Jetzt gibt es die üblichen Multiplex-Effekte und man kann auch noch mehr von diesen 6 MHz-Kanälen freischaufeln dafür. Insgesamt aber darf man nicht vergessen, das ist immer geteilte Bandbreite. Also die Datenrate muss auf die einzelnen Teilnehmer verteilt werden. Upstream wird zum Beispiel so QPSK benutzt, mit der Größenordnung von 600 Kilobit bis 10 Megabit, auch wieder gemeinsam genutzt natürlich, in diesem gemeinsamen Band. Ja, hier kommt es also an, dieser Kanal hier, ein Fernsehkanal zum Beispiel, und dann ist es wie beim Fernseher, erstmal dieser Radio Frequency Tuner, der aus dem Gesamtsignal mit diesen 100 Kanälen oder 80 Kanälen sich einen rausstanzt und den einen, da muss man erst die anderen wegfiltern, und den einen dann ins Basisband transformiert. Dann kommt es hier, also das macht dieser Demodulator, der RF-Tuner und dann der Demodulator. Jetzt wird das erhaltene Basisbandsignal konvertiert in die digitale Domain. Jetzt haben wir also einzelne Samples. Die einzelnen Samples, die werden hier im DSP analysiert, formulieren wir es mal so, da läuft der Viterbi-Algorithmus und so weiter, und die Päckchen, die herauskommenden Datenpakete, die für mich sind, die müssen noch dekodiert werden, jeder hat natürlich seinen eigenen Code, und dann werden die hier im RAM abgelegt und zum Beispiel über den Ethernet an die einzelnen Endgeräte, die da in ihrer Wohnung stehen, die angeschlossen sind, verteilt. Naja, heutzutage ist das hier vielleicht dann auch ein Wireless LAN Access Point, sodass ein Teil verkabelt, Ethernet verkabelt und ein Teil drahtloses Ethernet da angeschlossen ist. Die Upstream-Signale also wieder hier als Ethernet-Frames hier rein, und der DSP nimmt das dann, kodiert, verschlüsselt und so weiter, moduliert. Und dann wird es hier noch mit dem RF-Modulator auf das richtige Frequenzband gesetzt. Hier hinein. Und dann geht es auf die Leitung. Die Schnittstelle hier, also zum Beispiel 100BASE-T oder Wireless Ethernet, die Schnittstelle hier, diese 6 MHz-Kanäle vom Kabelverteilsystem. Genau so wie beim DSL oder vielleicht sogar noch stärker als beim DSL, braucht es also die entsprechende Verkabelungsinfrastruktur, eine vernünftige Leitungsgüte, die man allerdings bei dem Koaxialkabel auch hat. Und natürlich, was jetzt hier dazu kommt zum DSL, ist, es ist keine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das heißt, andere Leute benutzen das auch. Und was früher in einem Kabelnetz gut war, wenn möglichst viele Kunden an nur eine Kopfstation hier, das rote, angeschlossen war, zigtausende, da wurde da früher gut Geld verdient. Da haben wir jetzt ein Problem, denn wenn zigtausende da angeschlossen sind, da brauchen wir natürlich auch ganz viele Kanäle, hier zum Beispiel, und hier noch viele wegknabbern, um den DSL-Anschluss damit zu machen. Die Kabelprovider, also Firmen, die Kabelnetzwerke haben, denen gefällt Telefonie über IP, also übers Internet, natürlich besonders gut, denn die können, wenn die hier so ein Cable-Modem haben und ein paar
paar Kanäle da bereitstellen, relativ günstig und einfach Ihren Kunden auch noch Telefonie anbieten. Wobei Ihre Telefonsignale natürlich hier im Upstream übertragen werden. Allerdings kann man Telefoniesignale gut auf 16 Kilobit oder sowas komprimieren. Das heißt, in so einem Band hier, da kann man gleichzeitig problemlos 100 oder mehr Telefongespräche unterhalten. Upstream. Downstream ja sowieso. Da muss dann zum Beispiel hier, von hier aus muss es dann irgendwie ins normale Telefonnetz übergeleitet werden. Von IP zum normalen Telefonnetz hin. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man unsere Bits zu Symbolen zusammenfasst und diese Symbole entsprechend dieser Symbole eine analoge Schwingung verändert. Und das war immer dann gut, das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, wenn wir nur begrenzte Bandbreite haben. Also 4000 Hertz beim Telefonieren, beziehungsweise dann beim DSL, mehrfach 4 kHz Trägerfrequenz moduliert übereinander und beim Kabel diese 6 MHz Fernsehkanäle, TV-Kanäle. Jetzt wollen wir mal Leitungen betrachten, Kanäle betrachten, mit, sagen wir mal, ohne diese Bandbreitenbeschränkungen, ohne so ein schmales Band, in dem wir unsere Signale übertragen können. Und ich nenne dieses Kapitel digitale Signalübertragung im Gegensatz zu digitale Daten, analoger Kanal, hier also digitale Daten, digitaler Kanal. Wir nehmen also ein Stück Kupferkabel in der einen oder anderen Ausführung und verbinden damit Computer oder einen Computer mit irgendeinem Router oder sowas. Und über diese Kodierungstechniken und nicht Modulationstechnik, da möchte ich jetzt hier ein bisschen sprechen. Die Aufgaben, wie schon gehabt, wir müssen die Daten sicher dekodieren können. Wir brauchen also einen anständigen Rauschabstand. Selbstverständlich gilt da auch dieses Shannon'sche Gesetz. Nur, dass die obere Grenzfrequenz, dass wir die jetzt relativ hoch ansiedeln können. Wir wollen Fehler, die passieren durch irgendwelche Störungen, die da hineinkommen, irgendwie ja, hoffentlich korrigieren oder zumindest feststellen können. Die Bandbreitenbeschränkung, naja, es gibt immer noch eine, aber die ist jetzt nicht mehr so, sagen wir mal, so stark. Wir haben hier, sagen wir mal, ein paar hundert Megahertz zur Verfügung. So als Größenordnung. Was wir auch können müssen, ist Taktableitung. Wir wollen möglichst, wenn wir ein Koaxialkabel haben, ist ohnehin schon klar, da gibt es einen Innenleiter und das Außen. Also wir haben nur zwei Leiter, wir haben keine separaten Leiter, in denen wir Takt übertragen können, um Empfänger und Sender synchron zu halten. Gerade bei den hohen Datenraten, hohen Bitraten ist es, oder hohen Symbolraten ist es natürlich sehr kritisch, dass wir die Sender und Empfänger schön taktsynchron halten. Ich habe ja schon darüber gesprochen, wir haben in der Größenordnung von 1 ppm, also parts per million, Unterschied, den wir in Kauf nehmen müssen zwischen den Uhren im Mittel. Und deshalb müssen wir das Signal schicken und aus dem Signal muss der Empfänger irgendwie den Takt ableiten können, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen.
Und was wir auch möchten, ist, dass der Gleichstromanteil minimiert ist. Wir wollen ja nicht über unsere Datenleitung auch noch Stromversorgung für jemanden spielen. Dazu sind diese Kupferkabel eventuell auch gar nicht leistungsfähig genug. Die Stromversorgung von den Geräten, die soll wie bisher aus der Steckdose kommen und nicht über das über dieses Kupferkabel da. Übrigens beim klassischen Telefon, das ist etwas, was man meistens vergisst, dieses klassische analoge Telefon, das bei vielen Leuten noch in der Wohnung rumsteht. Das ist ferngespeist. Das funktioniert mit die Leistung wird erbracht mit der Stromversorgung von der Zentrale. Also Sie bekommen von der Telekom sozusagen für Ihr Telefon nicht nur das eigentliche Telefoniesignal, sondern für den Betrieb vom Gerät auch noch Strom. Spannungsversorgung. Das wollen wir hier möglichst nicht haben, sondern wir wollen, dass der Gleichstromanteil reduziert wird. Keine Stromversorgung über das Netz. Wir haben auch schon über die asynchrone Übertragung gesprochen. Das habe ich mir zum Thema Telefonmodem schon gesagt. Wir haben also hier eine Leitung mit dem Space-Zustand und dem Mark-Zustand. Und der Empfänger, wenn die Leitung im Idle-Zustand ist, dann muss der Empfänger das sozusagen wissen und er muss aufgeweckt werden durch das Signal, jetzt geht's los. Und dann muss er eine Weile lang zuhören und wenn es geht möchte, muss er auch aus dem Signal den Takt ableiten können. Dazu braucht man einen eigenen Takt, aber man vergleicht den eigenen Takt mit diesem Signal hier. Und hier an dieser Stelle ist es sogar relativ einfach. Sie sehen, hier geht das Signal hoch. Hier, und wir wissen, jetzt geht's los. Wir haben unseren eigenen Taktgeber hier und dieser eigene Taktgeber, der ist halbwegs präzise. Sender und Empfänger unterscheiden sich beim Takt um, sagen wir mal, ein Millionstel oder ein Hunderttausendstel oder so ähnlich. Wenn wir jetzt 100.000 Bit ineinander schicken können, würden, könnte das ein wenig ein Problem werden. Aber hier machen wir es so, wenn der Startbit kommt, dann fängt der Empfänger das Zählen an mit seinem eigenen Takt. Und er kann, dann weiß er ziemlich genau, wo das erste Bit zu Ende ist, das Startbit. Und das ist das erste Datenbit, das zweite Datenbit, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste, das siebte, das achte Datenbit. Dann ist hier wieder zu Ende, dann wird die Leitung losgelassen. Innerhalb, wenn wir so einen Fehler von einem Millionstel oder ein Hunderttausendstel haben, dann wird er sich in 8 Bit schon nicht verzählen und auch nicht in 9 Bit. Dann kann er hier immer sauber in der Mitte vom Bit abtasten. Und nach 8 Bit ist hier wieder Feierabend, dann wird die Leitung ein bisschen in Ruhe gelassen und dann kommt wieder so ein Startbit und er synchronisiert sich neu. Und dieses Neusynchronisieren, das möchte ich jetzt kurz erläutern, wie das funktioniert. Und dazu habe ich hier unten diese Zeichnung. Dazu gehört erstens ein Schieberegister. In das Schieberegister, das wird mit einem Takt betrieben, dieses Schieberegister. Der Takt, der kommt hier aus diesem Zähler, das erzähle ich gleich noch was dazu. Und hier liegt dieses Signal an, entweder Mark oder Space. Das Signal liegt hier an und jedes Mal, wenn hier ein Takt kommt von diesem Schieberegister, dann liegt hier die Spannung für Mark oder für Space an. Und wird hier in das Schieberegister entsprechend übernommen, das eine als 0, das andere als 1. So ein Schieberegister, wir haben es in Grundlagen der Informatik mal kurz erläutert. Wir werden es auf jeden Fall in dieser Vorlesung hier
in ein paar Wochen nochmal genauer anschauen, so ein Schieberegister, wie das funktioniert. Also hier das Schieberegister, bei jedes Mal, wenn ein Takt ist, wird, was hier am Eingang anliegt, das Bit übernommen, 0 oder 1. Wofür wir natürlich sorgen müssen, ist, dass wir nicht hier am Anfang oder hier am Ende von so einem Bit, so wie es der Sender abschickt, abtasten, also das geschiftet wird zu diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt, da wissen wir nicht genau, wo es ist, ist es noch eine 0 oder schon eine 1, sondern wir möchten hier in der Mitte abtasten. Schön komfortabel in der Mitte vom Bit abtasten. Also, das Bit, das möchten wir hier abtasten. Nicht hier, dann wissen wir nicht genau, wo wir sind, und auch nicht hier, sondern sauber in der Mitte. Und wie machen wir das? Nun, wir haben hier dran einen Schaltkreis, der so, wieder im Bild. Hier dran einen Schaltkreis, der die Flanke erkennt. Das heißt also, der detektiert hier, beziehungsweise in diesem Diagramm hier, an dieser Stelle, wir haben eine Flanke im Signal. Und diese Flanke, wenn er das detektiert hat, dann steckt er in den Zähler n halbe rein, wobei dieser Takt hier wird generiert ein Takt, der ist n mal so viel wie der eigentliche Sendetakt. Wenn der Sendetakt zum Beispiel 10.000 Bit pro Sekunde ist, oder eine Million Bit pro Sekunde ist, dann würde der hier, naja, n ist 8 oder 16. Nehmen wir mal an, hier in der Zeichnung ist es auch 16. Wir würden also mit einem Takt von, sagen wir mal, 10.000 senden, dann müsste der hier einen Takt von 160.000 erzeugen, 160.000 Übergänge pro Sekunde. Also solche Taktimpulse pro Sekunde. Wenn jetzt also das hier 16 ist, dann wird das hier mit 8 vorgeladen. Dann zählt der hier runter, 8, 7, 6, irgendwann ist er bei 0. Und 0 bedeutet, dass das Schieberegister einen Takt zum Schieben erhält. Das Schieberegister erhält also genau dann den Takt, wenn wir in der Mitte vom Bit sind. Das ist ja 16 Takte lang, so ein Bit. So, dann zählen wir nach dem ersten Mal, klappt das hier um, wenn das ein 4-Bit-Zähler ist, von 16 bis 0 runterzählen oder umgekehrt, dann kommt er automatisch mit Wraparound wieder herum. Wenn Sie von 0, wenn Sie raufzählen bis 15, sind alle Bits an. Und dann zählen Sie nochmal, bei einem 4-Bit-Zähler sind die alle 0. Das vorderste purzelt raus. Ist ja auch nichts als eigentlich ein Addierer. So, also 1 dazugezählt, dann ist es wieder 0, dann zählt er wieder hoch bis 16, zählt hoch bis 16, dann sind wir hier, tasten hier ab, sind wir wieder in der Mitte von dem Bit. Und dann wird geschiftet in der Mitte vom Bit und dann kommt hier 0 oder 1 herein. Das hier ist das Signal, sagen wir mal, es ist 11 Bit lang, Startbit, 8 Nutzbits, 2 Stoppbits. Und die takten wir genau hier hinein. Wenn wir diese 11 Bit reingetaktet haben, dann nehmen wir die blauen, die 8 hier und haben empfangen, was auf der Leitung gekommen ist. Okay? Ja, keine Frage? Dann ist ja gut. Oder obwohl es überhaupt an? Dann muss ich nochmal kurz nach. Ach, das ist gar nicht an. Uiuiui, das ist aber blöd. 2, das LAN ist nicht an. Ich möchte mal wissen, warum das aus ist, aber okay. Ist halt aus. Thank you.
Na schön. Jetzt, wenn Sie also irgendeine Frage haben, Sie können sie auch hier eintippen und mich überraschen. Machen wir noch hier das Audio an, damit ich auch was höre, falls da was ist. So, also die Komponenten, die wir brauchen, sind Schieberegister und hier unten diese Taktgeneratoren. Der erzeugt den 16-fachen Übertragungstakt, sodass wir 16 Takte haben für ein Bit, was übertragen wird. Der Zähler gibt die Impulse, wann hier das Schieberegister weitergeschoben werden soll. Und der hier detektiert die erste Flanke. Nachdem der die erste Flanke entdeckt hat, wird er übrigens ausgeschaltet, dass er das nicht nochmal macht. So können wir das Signal wieder erkennen. Übrigens senden, gesendet wird natürlich auch. Wir nehmen so ein Schieberegister, stecken da unsere 8-Bit rein und dann geben wir unseren Sendetakt und schieben das hier auf die Leitung raus. Legen das an die Leitung, den Ausgang vom Schieberegister kommt an die Leitung ran und nach 16 solchen Zählertakten hier wird alles eins rübergeschoben und dann liegt das nächste Bit am Ausgang an. Also das geht, wenn Sie so wollen, symmetrisch. So, jetzt möchte ich ein wenig über, das war jetzt noch asynchrone Übertragung hier, das da insbesondere. Jetzt möchte ich dann über, also asynchrone Übertragung bedeutet, man schickt ein paar Bits, ein Byte, immer dann, wenn man was zu schicken hat. Und im Übrigen lässt man die Leitung, zieht man die Leitung auf Space oder man lässt sie sogar einfach floaten. Bei der synchronen Übertragung muss man immer was schicken. Muss man also ständig irgendein Bit auf die Leitung legen. Man kann dann allerdings, hoffentlich, wenn man es richtig macht, kann man auch mehr an Durchsatz haben als mit einer asynchronen Leitung. Dann gucken Sie, wenn Sie hier die asynchrone haben, das nächste Bit können Sie erst spätestens nach diesen beiden Stoppbits wieder schicken. Erst dann kann wieder ein Startbit kommen. Wir haben hier einen Overhead von 3/11. Oder eine Nutzlast von 8/11. Das ist hässlich. Deshalb kann man auch den Ansatz wählen, dass man immer was schickt. Nur wenn man immer was schickt und hat mal gerade nichts, was man sinnvollerweise schicken kann, dann muss man dem anderen sagen, das, was jetzt da gerade bei dir ankommt, das kannst du wieder vergessen. Da brauchen wir also irgendwie ein separates Protokoll. Irgendeine Signalisierung. Vielleicht so eine extra Leitung. Wir könnten ein weiteres Adernpaar verlegen. Und dieses Adernpaar ist auf 1, wenn ein nützliches Signal kommt, und auf 0, wenn kein nützliches Signal kommt. Oder eben Signalisierung, das irgendwie noch in unser Signal vergraben. Oder wir könnten die Lücken, die wir haben, mit irgendeinem Sonderzeichen auffüllen. Mit einem Zeichen, das im normalen Bytestrom nicht vorkommt. Und das werden wir uns dann auch noch angucken, was man da macht. Als Codierung, das war jetzt also noch im Gegensatz zur asynchronen Übertragung, als Codierung, wie wir unsere Bits denn klar machen, dass es ein 0-Bit ist und dass es ein 1-Bit ist. Wir müssen ja irgendwie Nullen und Einsen als Symbole darstellen. Da gibt es verschiedene Techniken. Die erste, die nennt man NRZ, Non-Return to Zero. Warum das Non-Return to Zero heißt, das wird aus den anderen Codierungen dann klar. Es gibt so Codierungen, die immer zu Null zurückkehren bei jedem Bit. Non-Return to Zero heißt, den Einser, den schicken wir als positive Spannung. Wenn wir einen Nuller zu schicken haben, legen wir die Leitung an Masse, Ground.
Ihr könnt also den Empfänger dann hier 5 Volt messen, hier 0 Volt, 5 Volt, 5 Volt. Hier übrigens bei den beiden Einsen hintereinander sehen Sie, dass wir nicht zwischendurch hier wieder zu 0 zurückkehren. Non-return to 0. Die beiden Nuller hier, hier 3 Einser, hier 3 Nuller, hier wieder einzelne Einser und so weiter. Was natürlich passieren kann, ist, wenn wir lauter Nuller zu schicken haben, ein paar tausend Nuller hintereinander, dann ist die Leitung hier immer da auf Ground. Und der andere, der muss einfach mitzählen, mit dem Takt, so wie wir das hier uns angeschaut haben. Okay, jetzt ist wieder Nuller zu Ende, jetzt geht der nächste Nuller los, jetzt geht der nächste Nuller los, jetzt geht der nächste Nuller los. Weil der Takt nicht so genau ist, gibt es vielleicht nach ein paar hunderttausend Nuller da ein Verzählproblem. Relativ zum Sender. Hier haben wir übrigens im Schnitt, wenn wir Nullen und Einsen gleich verteilt haben, und wenn wir da hier 5 Volt benutzen, um die 1 zu repräsentieren, im Schnitt 2,5 Volt Spannung an der Leitung anliegen. Wir haben also gleich Stromanteil. Es fließt auch Strom. Wenn man das nicht haben möchte, dann kann man dieses PNLZ machen. Da überträgt man den 1er als plus 5 Volt und den 0er als minus 5 Volt. Unter der Voraussetzung, dass Einsen und Nullen gleich verteilt sind, hätten wir keinen Gleichstromanteil. Wenn wir jetzt hier mehr Nullen als Einsen haben, haben wir eine leicht negative Spannung an der Leitung anliegen. Das ist unschön, aber okay, bei dieser Kodierung ist es eben so. Vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Hier unten und insbesondere dann hier bei dem ANI sehen wir was besser ist. Das möchte ich noch zwischendrin sagen. Ich hätte ja hier gesagt, wir haben so ein NRZ, beziehungsweise auch hier PNRZ. Ein 1-Bit, wenn wir viele 1-Bits hintereinander haben, haben wir die ganze Zeit Spannung anliegen. Sonst ist das hier alles an Ground bei 0. Das gefällt uns deshalb nicht, weil wir da keinen Takt sehen können. Wir würden gerne Übergänge haben. Solange hier viele Einsaulen oder genügend häufig ein Wechsel ist, kann man den Takt erkennen, dadurch, dass wir hier so eine Flanke haben. Wenn der Empfänger, der weiß ja, aus dem 1er wird eine 0, beziehungsweise aus dem 0 wird eine 1, genau an der Grenze von einem Bit. Wenn also eine Bitgrenze kommt, ist das eine gute Chance, diese Zähler hier zu justieren. Das könnte man zum Beispiel so machen. Wir teilen sozusagen die Zeit von einem Bit, die einzelnen Unterabschnitte von einem Bit ein in Bereiche. Das rote hier sei sozusagen der Kernbereich. Und dann hier wollen wir auf gar keinen Fall einen Übergang haben. Das ist der Bereich, in dem wir abtasten. Der gelbe Bereich ist, wenn der Übergang hier drin ist, ist es kritisch, da haben wir ein Problem. Und der grüne Bereich, da wollen wir die Übergänge drin haben. Also hier darf ein Übergang sein, hier darf ein Übergang sein, hier darf ein Übergang sein. Wenn es hier im gelben Bereich ein Übergang ist, dann sind die Clocks auseinandergelaufen. Der Sendetakt ist nicht mehr synchron mit dem Empfängertakt. Und dann müssen wir synchronisieren. So einen Übergang, den wollen wir immer im grünen Bereich haben. Wenn kein Übergang kommt, dann können wir das auch nicht kontrollieren. Aber wenn ein Übergang kommt dann, und der ist hier im gelben Bereich, dann verschieben wir unseren eigentlichen, den Impuls hier, mit dem wir den Zähler auf 0 setzen, den verschieben wir. Wenn also
wir hier den Impuls sehen, also den Übergang sehen, Entschuldigung, die Flanke sehen, dann wird der Zähler hier, ja, wenn der Zähler dann nicht auf 8 steht, wird er auf 8 gesetzt. Wenn er auf 7 oder auf 9 steht, wird er dann auf 8 gesetzt. Sodass er wieder beim nächsten Mal schön in der Mitte abtastet. Und das wollte ich hier klar machen. Da wird also ein Takt herausgenommen. Und wenn wir hier schon den Übergang sehen, in diesem gelben, in diesem Sicherheitsbereich, hier darf der Übergang nicht reinlaufen, dann würden wir falsch abtasten. Wenn er also hier zu früh passiert, dann schalten wir unseren Zähler hier wieder auf genau den Mittelwert. Wenn wir hier erst 8 hätten, hier sind wir noch bei 7, würden wir ihn schnell hier auf 8 stellen. Und wenn er hier, der Übergang nicht hier passiert, sondern erst hier, wenn der Zähler schon auf 9 ist, würden wir auch wieder auf 8 zurückstellen. Immer genau dann, wenn wir so einen Übergang detektieren. Also man kann aus dem Empfangssignal den Takt des Senders ableiten und diese Schaltung hier, die heißt DPLL, Digital Phase Locked Loop. Und wenn Sie mal aufmerksam, so falls es Ihnen mal passiert, die so Datenblätter von Kommunikationschips oder sowas lesen oder in der Wikipedia auch nur über solche Chips nachlesen, dann kommt da das Wort DPLL typischerweise irgendwo mal vor. Bei Prozessoren, so All-in-One-Prozessoren, die man für Kommunikationsgeräte kauft und in Kommunikationsgeräte einbaut, da gibt es auch solche DPLLs häufig schon auf dem Prozessor mit drauf. Oder bei irgendwelchen Boards, so Single-Board-Computern oder sowas, so Arduinos und so, da hat man auch gerne eine DPLL, so eine Schaltung, gleich mit drauf. Das hätte ich hier noch anfügen können. Diese Zähler hier mit dem Takt, die sind häufig konfigurierbar. Da können Sie eine Zahl reinschreiben und das ist dann, naja, Ihr Übertragungstakt mit 8 oder mit 16 multipliziert. Und damit Sie Ihre Schnittstelle softwaremäßig anpassen können an unterschiedliche Übertragungstakte. Sie müssen natürlich schon mit dem Sender über den Takt einig sein. So, also die DPLL, die synchronisiert den Empfänger auf den Sendertakt immer genau dann, wenn wir genügend Übergänge im Signal haben. Jetzt müssten wir für Übergänge sorgen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir fast immer 0 senden und manchmal eine 1 senden, können wir 0 als Übergang kodieren. Und 1 als das Fehlen von Übergang. Ich gehe wieder hier vorne hin. Ich habe das hier mal versucht. Hier oben ist unser NRZ-Signal. Und hier unten haben wir das NRZ inverted. Und wir sehen hier einen Übergang von 1 nach 0. Da also den Nuller, den kodieren wir als Übergang. Jetzt kommt ein Einser, kein Übergang, noch ein Einser, kein Übergang. Nuller machen wir wieder einen Übergang, Nuller machen wir wieder einen Übergang. Einser, keiner, Einser, keiner, Einser, keiner, Nuller, Übergang und so weiter. Das ist übrigens ein symmetrisches Signal. 1 heißt ja kein Übergang, 0 heißt Übergang. Das heißt, wenn Sie am Empfänger verpolt anschließen, macht das nichts. Hier oben würde das stören. Dann wäre das Signal ja echt genau invertiert und wir würden Nuller für Einser halten. Und umgekehrt. Hier, wo Nuller Übergänge sind, also eine Flanke, und Einser keine so eine Flanke haben, ist das egal, ob wir das so rum oder so rum anschließen. Das ist noch ein nützlicher Effekt. Das bringt es eigentlich nur, wenn wir davon ausgehen, dass wir genügend Nullen im Signal haben. Dafür muss man jetzt dann noch sorgen. Bei diesem Code, dass es sichergestellt ist. Das macht zum Beispiel so ein Code, den wir später noch kennenlernen werden, das HDLC bzw. das LAPB. Das macht genau das. Das stellt sicher, dass wir nicht beliebig lange 1-Ketten hintereinander haben können.
Beim HDLC dürfen höchstens 6 Einser nacheinander kommen. Danach muss ein Nuller kommen, das ist so vereinbart. Und das kann man auch sicherstellen an geeigneter Stelle, wenn wir auch noch drüber sprechen. Das macht das NRZI zum Beispiel. Eine andere Technik, das zu machen, und das ist jetzt eine, die ganz, ganz breit eingesetzt wird. Ganz, ganz breit eingesetzt wird, das ist das AMI, Alternate Mark Insertion. Das funktioniert so. Den Einser, den übertragen wir hier als plus 5 Volt. Den Nuller übertragen wir als 0 Volt. Den Einser hier, den nächsten als minus 5 Volt. Den nächsten Einser wieder als plus 5 Volt. Die Nullen, die übertragen wir so. Den Einser wieder als minus 1 und der war ja plus, minus 1. Hier ist die plus 1, hier ist die minus 1, 0, plus 1, minus 1. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir genügend Einser haben, dass wir also keine langen Nullketten haben. Das kann man machen mit so einem Scrambler. Ich habe ja schon mal kurz über Scrambler gesprochen. Der Scrambler sorgt dafür, da wird das Signal mit einem festen Muster verXORt sozusagen. Der Empfänger kann das wieder rückgängig machen, der kennt ja dieses feste Muster, sodass, ja, wenn das Muster richtig gestaltet ist, dann kann man ziemlich sicher sein, dass wir genügend Einser haben. Alternativ könnten wir auch manchmal noch einen Einser einfügen, beziehungsweise hier unten, da werden wir gleich drüber sprechen. Die Codebedingung hier ist, dass der Einser alterniert, dass der mal oben ist und mal unten ist. Und wenn wir zwei solche Peaks nach oben hätten, hintereinander, wenn es hier also nach oben gehen würde und hier nach oben gehen würde, wäre das eine sogenannte Codeverletzung. Und jetzt kommt die Idee, wie wir auf kompatible Weise Einser einfügen können. Man nutzt nämlich diese Codeverletzung aus. Wenn man den Code verletzt, dann sieht der Gegner, dass der Code verletzt worden ist und daraus kann er messerscharf schließen. Wenn der Code verletzt worden ist auf der Leitung, dann hat der Sender das ja wohl absichtlich gemacht. Der will mir also was sagen. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die man auf diese Weise sagen kann. Und das, was man sagen will, ist, ich habe jetzt da einen Einser eingefügt, der eigentlich gar keiner war. Und das macht man also so. Wir übertragen hier 1, 0, 1, 1, 0 und jetzt kommen 4 Nullen. Mehr als 4 Nullen darf es nicht hintereinander geben. Das heißt, der Sender schickt jetzt mal eine 1 statt der 0. Dann kommt die nächste 0 und jetzt schickt der Sender nochmal eine 1, aber hier unter Verletzung der Codebedingung nach unten. Jetzt weiß der Empfänger, ich hatte hier zwei Einser nach unten, das darf nicht sein. Das waren also gar keine Einser. Der hat mir bloß Takt liefern wollen, damit ich synchron bleiben kann. Also eine absichtliche Verletzung der Codebedingung. Damit kann man Einser einfügen, wo keine sind. Übergänge, sagen wir lieber nicht Einser einfügen, sondern lieber Übergänge einfügen, wo keine sind. Man kann das übrigens auch für andere Zwecke benutzen und beim ISDN benutzt man es tatsächlich für andere Zwecke. Bei einer Überlagerung im Mehrfachzugriff kann es auch zu einer Verletzung der Codebedingungen kommen und das wäre eventuell praktisch. Daraus kann man auch wieder was ableiten oder lernen. Selbst im Idle-Zustand, wenn nur Nullketten, ganz, ganz lange Nullketten ineinander betragen würden, könnte man mit diesem Muster noch Synchronität erzielen. Weil wir fügen einfach falsche Einsen ein. Die nächsten falschen Einsen müssten übrigens dann, wenn wir wieder hätten, welche hätten, nach oben gehen, ne, um für die Gleichstrom
den Gleichstromanteil zu reduzieren. Die nächste Kodierung, die ich jetzt noch auf Lager habe, wir sind jetzt auch, naja, so schon mehr als die Hälfte fertig mit den Kodierungen. Die 4B3T müssen wir noch machen, die ist auch interessant. Die nächste, das ist eine der wichtigsten Kodierungen überhaupt, das ist nämlich das, was beim Ethernet benutzt wird. Manchester-Kodierung. Bei der Manchester-Kodierung, ich gehe mal wieder auf die andere Seite, da stellen wir einen Einser durch eine steigende Flanke in der Mitte vom Bit dar. Also der Einser wird kodiert als erstmal runter und dann rauf. Der Nuller wird kodiert als erstmal oben und dann unten. Also eine fallende Flanke. In der Mitte vom Bit geht es nach unten für 0, nach oben für 1. Und hier wieder na, das Übliche, was man dann noch betrachten muss. Also beim Nuller geht es hier runter, dann geht der Einser weiter, wir bleiben also unten, dann geht es hoch, noch ein Einser, also wir hier unten oben. Für den Nuller bleiben wir jetzt ein bisschen oben und so rum. Jetzt wieder, brauchen wir hier eine fallende Flanke, eine steigende Flanke, eine steigende Flanke, eine steigende Flanke, eine fallende Flanke. Sie sehen übrigens, dass die Frequenz, die wir hier haben, die hier drin steckt, wesentlich höher ist als die hier. Hier haben wir viel weniger solche Schwingungen, wenn man das mal als Schwingung betrachtet, als hier drin. Hier oben. Das sind die Bits, die wir übertragen wollen, NRZI kodiert. Und das hier ist die Manchester-Kodierung. Und das hier da, diese ja, magentafarbigen Zacken, das ist der Abtasttakt. Bei der steigenden Flanke schauen wir nach, ob wir hier vom Takt, ob wir hier im Signal eine steigende oder eine fallende Flanke haben. Fallende Flanke bedeutet 0, steigende Flanke bedeutet 1. Hier habe ich, das ist natürlich ja, auf triviale Weise DC Balanced, kein Gleichstromanteil. Weil ja jedes Bit zur Hälfte der Zeit oben und zur Hälfte der Zeit unten ist. Also zur Hälfte der Zeit negativ und zur Hälfte der Zeit positiv. Hier haben wir übrigens mal, das kann man jetzt nur auf den Unterlagen brauchbar sehen, beziehungsweise, ich will das hier größer ziehen. Jetzt können Sie vielleicht sehen, das ist das Signal auf dem Oszilloskop, so ein Ethernet-Signal auf dem Oszilloskop betrachtet. Haben wir also Ethernet genommen, Pakete gesendet, das Oszilloskop so gesetzt, dass es einen One-Shot macht, also anfängt beim Beginn des Paketes und das sind jetzt einfach hier ein paar Bit aus dem Paket raus. Beim Differential Manchester, das ist eine Ableitung davon, gibt es Übergänge nur am Anfang, nur bei einem 0-Bit. Also den Übergang am Anfang nur beim 0-Bit. Das sehen Sie, sieht man hier. Ne? Hier beim 0-Bit geht es am Anfang hoch, beim 1-Bit nicht. Hier haben wir beim 0-Bit wieder am Anfang 0-Bit hoch. Hier ist der 1er geht in der Mitte hoch. Und die 0-Bits, ja, Sie sehen, dass das hier geht hier oben weiter, geht hier oben los, dann runter und so. Da steckt also ein ganzer Übergang hier in so einem Bit drin. Das hier wieder das Basisbandsignal, unkodiert, NRZ, und hier das Differential Manchester Signal. Das Schöne an diesem Differential Manchester Signal ist wieder, dass die Polarität egal ist. Ja, man erkennt die Nuller eben nicht an steigender oder fallender Flanke, sondern man erkennt daran, dass am Anfang das beim 0-Bit ein Übergang ist und beim 1-Bit eben nicht. Die 1-Bits, die machen einfach weiter, da wo das vorherige Bit war. Die 0-Bits, die machen nicht da weiter, wo das vorherige Bit war, sondern kodieren hier einen Übergang.
dann braucht man ein bisschen anderes Abtasten. Das Abtasten erfolgt jetzt hier. Da wird geschaut, ob es einen Übergang gibt oder nicht. Das ist differenziell. Also ganz am Anfang weiß man, muss man nicht wissen, ob das jetzt, in welcher Polarität das ist, ob das jetzt richtig rum angeklemmt worden ist oder nicht, sondern wir schauen einfach, ob wir am Anfang vom Takt einen Übergang haben, wie zum Beispiel hier, oder nicht. Von hier, hier ist der Übergang, hier ist kein Übergang da vorne, sondern nur in der Mitte. Hier ist der Übergang, hier ist ein Übergang, hier, hier und so weiter. Dann wissen wir, wo die Nullen ist. Und das ist ganz egal, wie rum das angeklemmt ist. Wenn hier am Anfang ein Übergang ist, wissen wir, das ist ein Nullbit. Egal welche Richtung. Mit den vergangenen Codierungen, die wir bisher besprochen haben, da haben wir immer nur ein Bit in einem Zeitraum gehabt. Also ein Bit pro Symbol. Das ist ein Symbol, das ist ein Symbol, das ist ein Symbol. Das hier, das hier, das hier. Und hier ist auch das ein Symbol, das ein Symbol, das ein Symbol. Und wir müssen pro Symbol eben zwei Werte darstellen können. Bei solchen Gruppenkodierungen, da kommt in ein Symbol mehrere Bits hinein. Wir brauchen also vier Zustände oder acht Zustände. Schauen wir uns mal das jetzt erst in einem einfachen Fall an. Bei dieser 2B1Q-Kodierung. Bei der 2B1Q-Kodierung, haben wir eigentlich das erste Bit das gelbe, dann das blaue, dann das grüne und dann das rote Bit. Vielleicht ist auch das erste. Rosa, grün, blau und gelb. Jetzt nehmen wir uns zwei Bits, zwei hier, 2B, zwei Bits zusammen und übertragen das als ein Symbol. Dann müssen wir auf der Leitung vier Zustände kodieren. Ich habe das mal versucht, so hier übereinander zu malen. Rosa und grün nehmen wir zusammen, blau und gelb nehmen wir zusammen. Und hier wieder weiter übertragen. Nachdem wir es dekodiert haben, abliefern. Also zwei Binärstellen kodieren wir in einem quaternären Zeichen. Hier wieder die Bitkette. 1, 0 wird jetzt zusammengefasst. Und über 1, 0 übertragen wir als volle Spannung. 1, 1 übertragen wir als halbe Spannung. 0, 0 übertragen wir als die ganze negative Spannung. 1, 1 wieder als die halbe hier. 1, 0 wieder als die volle positive. Voll negativ, voll positiv. Und hier haben wir mal halb negativ. Wichtig ist natürlich, dass diese Distanzen hier, von hier nach hier, von hier zu dieser halb negativen und von der negativen zur ganz negativen, dass die möglichst groß sind, damit man diese vier Spannungsniveaus gut auseinanderhalten kann. Denn das heißt ja sicher dekodieren. Auf jeden Fall muss der Unterschied größer sein, als das Rauschen im Kanal produzieren sein kann. Also Signal-Rausspannungsabstand muss groß genug sein. Allgemein formuliert können wir auch M-Binärzeichen in N-L-Codesymbolen unterbringen. L ist die Anzahl der Niveaus dann, ne? Also zum Beispiel quaternär, wie wir das hier unten haben. Ne? Da ist das L vierwertig und das da vorne, zwei Bits, packen wir in ein vierwertiges Zeichen. 2B1Q. Das Codesymbol L braucht dann eben die entsprechenden Signalstufen. Wir könnten auch, sagen wir mal, 4B1H oder so übertragen für ein Symbol mit 16 Werten. Das Angenehme hier dran ist, dass die Baudrate reduziert wird, also die Umschaltrate von einem Symbol zum nächsten, die ist nur noch
1 durch n vom alten, vom vorhergehenden. 1 durch, ja, hier 1/2. Ne? Da. Und Sie sehen hier die Umschaltrate. Ist nur 1/2. Bei jedem zweiten Bit muss umgeschaltet werden. Das reduziert potenziell die Frequenz auf der Leitung, wenn man es richtig einsetzt. Und wir werden auch noch beim Ethernet nochmal da vorbeikommen, wo das wirklich benutzt wird. Wo es auch benutzt wird, ist das 4B3T. Das ist eine ziemlich bekannte Codierung. Die wurde einerseits im Tokenring benutzt, und andererseits wird die auch in optischen Übertragungssystemen benutzt. Und bei 4B3T passiert Folgendes. Da werden 4 Binärstellen, also 16 unterschiedliche Werte, in 3 zusammengefasst zu 3 Ternärstellen. 3 Ternärstellen gibt natürlich 27 Codeworte. Also 27 unterschiedliche Symbole. Man hat also da eigentlich mehr, was man überträgt, als man hier braucht. Wir müssen 16 Werte kodieren können, wir haben aber 27. Und jetzt kann man damit was Raffiniertes machen. Nämlich für Gleichspannungsausgleich sorgen. Also, dass man eben keine Gleichspannung überträgt. Und das passiert hier mit diesem tabellenbasierten Ansatz. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite. Die Codierung, die ist hier zustandsbasiert hier. Also wir haben sozusagen einen Gleichspannungsanteilszustand. Das funktioniert so. Wir sind am Anfang im schwarzen Zustand, der Startzustand. Und wenn wir eine 0, 0, 0, 1 übertragen, das da, dann senden wir als Code, wir haben 3 Ternärstellen und in jeder Ternärstelle kann 0, Minus oder Plus übertragen werden. Also 3 hintereinander, wir können also 0, Minus, Plus und also erstmal eine 0, dann Minus, dann Plus übertragen oder 0, 0, 0 oder Minus, Minus, Minus oder Plus, Plus, Plus und so weiter. Sie können sich die Kombinationen überlegen, es werden 27 sein. Wenn wir 0, 0, das ist jetzt die Codetabelle, 0, 0, 1 übertragen wollen, dann übertragen wir 0, Minus, Plus und der nächste, der Folgezustand ist schwarz. Und wenn wir hier 1, 1, 0 übertragen wollen, übertragen wir 0 plus Minus und der Folgezustand ist schwarz. Die hier oben übrigens, wenn wir die angucken, da ist der Gleichstromanteil jeweils 0. Wir haben eine 0, wir haben Plus, wir haben Minus. Oder Plus, Minus, 0 oder Plus, 0, Minus. Irgend so eine Kombination. Auf jeden Fall ist der Gleichstromanteil da 0. Ne? Bei den oberen hier. Aber da haben wir nicht genug. Manchmal müssen wir auch was anderes übertragen. Wenn wir 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1001 binär übertragen wollen, dann übertragen wir plus, minus, plus. Bei plus, minus, plus haben wir aber jetzt einen leichten Gleichstromanteil positiv produziert. Deshalb gehen wir jetzt im Zustandsautomaten in den roten Zustand. Rot heißt, wir hatten jetzt zu viel Plus. Es könnte auch sein, dass wir zu viel Minus machen. Plus, Minus. Das heißt hier ein bisschen zu viel Plus. Hier Plus, Plus, 0 oder Plus, 0, Plus oder 0, Plus, Plus. Bedeutet, wir hatten ein bisschen mehr Plus. Dann gehen wir in den blauen Zustand. Und hier mit Plus, Plus, Plus gehen wir in den Magenta-Zustand, weil wir viel zu viel Plus hatten. Sie sehen übrigens, dass wir hier nicht alle Kombinationen ausnutzen. Hier benutzen wir nur 16 Kombinationen. 9 Kombinationen sind unbenutzt. Insbesondere die sowas wie minus, minus, minus und 0, minus, minus und minus, 0, minus und so weiter.
die haben wir bisher noch nicht benutzt. Diese restlichen 11. Also wenn wir bis hierhin übertragen haben, diese Kombinationen, dann können wir in den schwarzen Zustand gehen, das war ja balanciert. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, das hier übertragen haben, 0, 0 plus, gehen wir in den roten Zustand. Und wenn wir im roten Zustand sind und zum Beispiel eine 0 und 1 übertragen wollen, übertragen wir 0 minus plus und gehen wieder in den roten Zustand. Jetzt haben wir immer noch ein bisschen zu viel plus, das naja, wird sich hoffentlich irgendwann wieder ausgleichen. Wenn wir gehen wieder in den roten Zustand. Wenn wir jetzt hier im roten Zustand 1, was hatten wir denn eben? Ah, da hier, 1001. Wenn wir 1001 haben, übertragen wir plus, minus, plus und gehen in die blaue Tabelle, in die blaue Spalte. Das nächste Symbol wird also nach dieser Spalte kodiert. Wenn wir jetzt wieder 1001 haben, übertragen wir plus, minus, plus. Wir haben wieder ein bisschen zu viel plus noch dazu bekommen. Wir gehen in die Magenta-Tabelle. Und sehen Sie hier in der Magenta-Tabelle, da sind die drin, die uns insbesondere wieder zurückbringen. Hier ist was, was uns zurückbringt. Und hier ist was, was uns zurückbringt. In den vorderen Teil der Tabelle. Von hier aus geht es in den schwarzen Zustand. Zum Beispiel mit minus, minus, minus. Das kompensiert dann die Plus, die wir vorher aufgesammelt haben. Generell sehen wir hier eine ganze Menge Minus in dieser Spalte. Hier unten sehen wir auch schon ein paar Minus. Sie sehen also, wenn wir hier unten angelangt sind, dann kommen wir mit Rot wieder nach links zurück in die rote Spalte. Mit Blau kommen wir hier in die Spalte und von da aus kommen wir mit Schwarz wieder in die erste Spalte zurück. Dieses Zustandsbehaftete sorgt dafür, dass wir eben manchmal viele Minus übertragen, um den Gleichspannungsanteil zu reduzieren. Und das führt dann bei so einer Bit-Kombination, wenn wir hier 0, 0, 0 übertragen, dann übertragen wir 0, minus 0 zum Beispiel, jetzt 0, 1, 0, so und so weiter. Sie sehen, hier wird plus, plus, plus übertragen. Wir haben angefangen mit ein bisschen im positiven Bereich, dann geraten wir durch dieses Zeichen hier ins Negative, wieder ins Positive, wieder ins Negative, sehr positiv, jetzt wird es wieder abgebaut, 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 jetzt sind wir im negativen Bereich und jetzt geht es hier wieder nach oben. Auf die Weise wird dauerhaft der Gleichstromanteil reduziert. Die Baudrate, 3/4 der Bitrate, also ein bisschen ist die Baudrate reduziert. Naja, wir haben ja pro 4 Bit 3 solche ternären Symbole. Natürlich bedeutet das auch, dass wir dieselbe Codierung für andere Werte benutzen. Wir müssen halt wissen, in welchem Teil der Tabelle wir da gerade sind zur Dekodierung. Das heißt, der Empfänger muss diesen Zustandsautomaten mitführen. Was ist übrigens noch eine Randbemerkung zu diesem Thema? Es gibt auch Codierungen, die hier überhaupt nicht drin vorkommen. Kombinationen von diesen ternären Signalen. Und die kann man, diese ungültigen, beziehungsweise, ich meine, wir sind ja in einer Spalte, ne? Und in dieser Spalte sind nur diese Symbole gültig, die wir schicken, und die restlichen 9, die es noch gibt, die sind nicht gültig. Und jetzt kann man wieder absichtlich diesen Code verletzen und was Ungültiges schicken. Und daraus kann der Empfänger ja wieder was erkennen. Ich kann dem was signalisieren mit diesen 9 Ungültigen, die in jeder Spalte existieren. Damit kann man zum Beispiel synchronisieren auf einen Anfang von einer Gruppe von Symbolen oder einen Abbruch signalisieren oder sowas. Bei Audio-CDs und bei Festplatten wird das benutzt für Gruppenkodierung. Also jetzt geht ein Block los oder sowas.
So, jetzt waren wir in diesem, jetzt sind wir fertig mit diesem Kapitel, ja, Modulation. Wir wollten uns ja kümmern um digitale Kanäle und digitale Signale in analogen Kanälen. Also analoges Signal, die beiden, digitales Signal, die beiden haben wir abgearbeitet. Als nächstes möchte ich jetzt das Thema Multiplex bearbeiten. Bisher hatten wir einen Kanal. Da hatten wir links einen Empfänger, einen Sender und rechts einen Empfänger. Und alles, was der geschickt hat, war für den hier bestimmt. Das haben wir so vorausgesetzt. Ich habe es niemals explizit gesagt, aber so haben wir das behandelt und betrachtet. Beim Multiplex, ich hatte es so zwischendurch mal kurz benutzt, ne? Beim Kabel. Da wollen wir einen Kanal, den wir haben, mehrfach ausnutzen. Klassisch kennen wir das mit einem dicken Kabel, in dem viele Adernpaare verlaufen. Wenn man eine Telefonverkabelung ist so gemacht. Da kommt ins Haus unten ein Kabel rein mit 40, 50 Adern und jeweils ein Pärchen ist eine Wohneinheit zugeordnet. Zum Beispiel. Mehrfachnutzung eines Kanals durch solche Adernpaare. Wir können aber auch, wenn es möglich ist, die gesamte Bandbreite unterteilen in unterschiedliche Frequenzen, Frequenzbänder, und in jedem Frequenzband einen eigenen Kanal sozusagen veranstalten. Der Dreier hier, der ist etwas überflüssig, der da steht bei zeitlich getrennt. Das muss ich noch wegkorrigieren. Das nächste, die nächste Form der Mehrfachausnutzung ist zeitlich getrennt. Also, Thema Hörsaal. Jetzt die anderthalb Stunden erzähle ich was. Wenn wir rausgehen, findet hier eine andere Veranstaltung statt von einem anderen Professor. Oder eine Übung. Das ist ja ein zeitlicher Multiplex. Zeitliche Mehrfachausnutzung. Die zeitliche Mehrfachausnutzung, ja, das können Sie auch bei Ihrem Telefon beobachten. Bei Ihrem Telefon, bei den Funktelefonen können wir übrigens Frequenztrennung und zeitliche Trennung beobachten. In einer Frequenz können gleichzeitig auf einer Frequenz vom Mobilfunk können gleichzeitig 8 bzw. 16 Gespräche gleichzeitig stattfinden. Das ist zeitlich getrennt. Also, da gibt es diese Funkbursts, wir schauen uns das dann auch nochmal an. Erst sendet der A, dann der B, dann der C, dann der D, dann der E. Und wenn alle Reihen gesendet haben, geht es wieder von vorne los. Jetzt brauchen wir, damit das anständig klappt, ein paar hundert solche Reihumsenden Zeiten, und in jeder von diesen Reihumsendenstücken kommt einer mal kurz zu Wort. Außerdem gibt es auch beim Mobilfunk die Frequenztrennung. Es gibt eine ganze Menge Frequenzen, die dem Gesamtsystem zur Verfügung stehen, in diesem zellulären Charakter, und auch da komme ich dann nochmal kurz dran vorbei, aber wir haben beim Mobilfunk, beim GSM zum Beispiel eine zeitliche getrennt Benutzung und eine Frequenz getrennt Benutzung. Jetzt muss man sich eigentlich überlegen, wie werden denn diese Zeitschlitze beim Zeitmultiplex und die Frequenzen vergeben? Das muss natürlich einigermaßen gerecht sein. Und es muss planbar sein. Man kann das entweder dynamisch machen, also dynamisch zuordnen. Beim Mobilfunk sagt man zum Beispiel, sagt Ihnen die Basisstation, die das verwaltet,
die die Zeitschlitze verwaltet und die auch die Frequenzen verwaltet. Wir benutzen jetzt diese Frequenz und du sendest dein Audiosignal im Zeitschlitz 3. Und dann muss man jedes Mal, wenn so ein Zeitschlitz, wenn so eine Zeitschlitzgruppe kommt, mitzählen, erster, zweiter, dritter, ah, jetzt bin ich dran. Und dann ist diese Gruppe wieder vorbei, und dann zählt man wieder mit, erster, zweiter, dritter, jetzt muss ich was schicken. Das ist so verwaltet. Dann kann es sein, dass es überhaupt statisch zugeordnet ist, die Frequenzbänder zum Beispiel beim Radio, die sind so statisch zugeordnet. Bei 89,5 gibt es eben den Sender Hurra, heute schönes Wetter. Wir wollen ja keine Namen nennen, das wird ja aufgezeichnet. Und das ist auch genau das, was Sie dann am Radio einstellen, diese Frequenz, statisch zugeordnet. Irgendwann mal, wenn dieser Rundfunksender nicht genügend Zuhörer hat und Pleite macht, kriegt halt jemand anders die Frequenz. Aber diese Veränderungen sind, sagen wir mal, langfristig und nicht so kurzfristig. Und dann gibt es vielleicht noch solche dynamischen Verfahren. In einer kurzen Raufereiphase wird bestimmt, wer der Stärkste ist, und der kriegt dann den Zeitschlitz oder die Frequenz. Da muss man auch nochmal drüber nachdenken. Und diese Wettbewerbsphase, das heißt ja nicht mehr Rauferei, das heißt ja Wettbewerb, sowas, diese Wettbewerbsphase, die unterliegt vielleicht irgendwelchen Regeln, damit sich nicht immer der Stärkere durchsetzt. Ja, das ist das Thema Gerechtigkeit, ne? Hier, gerecht. Und über gerecht müssen wir insbesondere bei dieser dynamischen Zuordnung dann schon nochmal reden. Was wir verhindern wollen, ist Übersprechen. Und gerade so bei einer Frequenztrennung muss man dafür sorgen, dass die Frequenzen weit genug auseinander liegen und dass die Sendegeräte gut genug gemacht sind, damit es eben kein Übersprechen gibt. Damit jeder nur scharf in seiner zugeordneten Frequenz überträgt. Und was auch noch bei der Verteilung berücksichtigt werden muss, ist, wir wollen nicht allzu viel Overhead haben. Overhead im Sinne von, wie viel Prozent unsere Kapazität geht denn verloren, dadurch, dass wir die Mehrfachausnutzung irgendwie organisieren müssen. Aber da müssen wir eben dran, das müssen wir eben dann diskutieren, wenn wir soweit sind. Anfangen möchte ich noch mit dem, das sage ich jetzt noch kurz, mit dem Frequenzmultiplex. Frequency Division Multiplex. Nehmen wir mal an, wir haben eine amplitudenmodulierte Schwingung. Das ist irgend so ein sinusförmiges Ding. Dann, ja, in der Regel wird dann das untere Seitenband herausgefiltert. Und dann wird es auf eine Trägerfrequenz aufmoduliert. Ich habe das bisher schon mal so beim Discrete Multitone habe ich das so nebenher benutzt, dass wir das einfach so machen. Aber hier möchte ich es nochmal explizit erwähnen, aufzeichnen. Wir haben also jetzt hier das eine sinusförmige Signal, hier das zweite, hier das dritte, jeweils beide, sagen wir mal, so ungefähr 3000 Hertz breit. Und jetzt wird diese hier auf eine Trägerfrequenz von 74 kHz aufmoduliert und die hier auf 78 und die hier auf 82 aufmoduliert. Wenn wir die jetzt hier alle drei, nachdem wir sie aufmoduliert haben, auf eine Trägerfrequenz zusammenmischen, wie auch immer zusammenmischen, wir können einfach drei Sendemasten nebeneinander stellen, der eine sendet das 74 kHz, der andere das 78 und der dritte das 82 kHz Signal. Wenn sie ein paar Kilometer entfernt stehen, kommt es für sie wie ein Signal vor. Oder wir können es irgendwie anders elektrisch zusammenmischen. Dann sehen wir, wie das hier so nebeneinander ist. Leider ist die Zeichnung noch etwas groß geraten, muss ich auch nochmal in der Größe korrigieren hier. In der endgültigen iBook-Version wird dann alles auch hoffentlich, sagen wir noch, mehr vernünftig sein und dass sowas hier nicht da ist. Also die drei liegen dann nebeneinander
Und das muss man natürlich beim Empfänger das Gegenteil machen. Wir müssen dieses Band hier rausstanzen und nur das verarbeiten. Solche Frequenzbandumsetzungen kann man übrigens auch kaskadieren. Das reden wir dann beim nächsten Mal drüber. Das heißt also, dieses Signal kann man wieder nehmen, wenn das 200 MHz breit ist, und dann kann man das mit anderen solchen Signalen, das zweite muss ich dann eben nochmal auf eine Trägerfrequenz aufmodulieren, und dann kann man diese Gruppen nochmal übereinander setzen. Das sprechen wir dann beim nächsten Mal. Das ist morgen Vormittag, gell? Morgen um 11 sprechen wir dann darüber. Ich wünsche noch einen angenehmen Nachmittag.